Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Wir sind im Windspeerhügel-Dungeon. Im Windspeerhügel-Dungeon auf der Jagd nach Lord Vierkrag. Lord Jirdan Vierkrag. Oh, hallo. Orkische Bogenschützen. Was sehe ich denn da? Da können wir doch mal irgendeinen Zauber benutzen. Andererseits seid ihr Kerle das auch einfach nicht wert, wenn man genau drüber nachdenkt. Ihr seid nur orkische Bogenschützen. Was wollt ihr schon machen? Oh, hallo, vampirische Nebel. Ihr seid ein Problem eventuell. Gucken wir mal, ob ich die vertreiben kann. Zum Glück ist Braket ja immun gegen Lebenskraftentzug. Oh ja, oh ja, oh ja. Entweder, nee, ich glaube Braket hat ihn umgebracht. Naja, machen wir weiter, Braket. Wir kommen dir helfen bei den Orks. Aber die musst du alleine machen, wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Lauf! Nimm einen Trank! Und dann zurück an die Arbeit. Anomen hilf bei den Orks. Heiliger Scheiß, die machen ganz schön Schaden. Ich glaube, die vampirischen Nebel sind auch immun gegen normale Waffen. Anomen, das könnte dein Ding werden. Ach, Keldon. Alle Nahkämpfer auf den. Müssen wir riskieren, den Lebenskraftentzug. Ist anscheinend aber nicht passiert, ist doch schon mal gut. Bleiben nur noch die Orks und Orks können ja nichts. Orks sind ja unsere Gegner schon seit Baldur's Gate 1. Oh cool, ich kann was mit dem Abgrund machen. Ihr macht einen Schritt an den Rand der Grube und tretet dabei aus Versehen auf einen kleinen Stein los, der ins Loch purzelt. Kurz darauf hört ihr ein empörtes Schnauben. Okay, wer ist da unten und wer schnaubt da? Das werden wir rausfinden. Oh cool, Konzentrationstrank. Die Nebel kamen von hier. Wollen wir da mal reinschleichen? Oh, der kann mich sehen. Dabei bin ich unsichtbar. Das ist nicht fair. Schummler, Cheater. Ah, wunderschön. Schätze für mich. Ein Amulett sieht aus wie ein Schutzamulett plus eins. Müssen wir mal gucken, ob das eins ist. Wenn ja, sehr seltener Gegenstand. Hätte ich nicht gewusst, dass der hier ist. Ich glaube, man kann welche kaufen. Im Abenteuer ist allerlei, aber... Ja, mal schauen. Plus 1 Pfeile. Immer wieder gerne. Warum nicht? Braket gibt das mal der Nalia. Machen wir die alte Verteilung wieder. So, und das ist ein Schutzamulett plus 1. Perfekt. Perfekt. Wer kann das anziehen? Du hast magische Rüstung an. Du auch. Du auch. Du nicht, aber du hast einen Schutzring plus 1 an und das Teil, was besser ist. Und du hast... Du kannst es wahrscheinlich sogar... Nein, du kannst es auch nicht anziehen. Und du schon mal gar nicht, nee. Niemand kann es anziehen. Lassen wir also da, wo es ist. Unbenutzt. Ich denke immer, weil Anomen so schön durchsichtig ist, mir würde ein Gruppenmitglied fehlen. Jedes Mal, wenn ich die Gruppe anwähle, denke ich, das sind auch nur 5. Ja, vermutlich will das Spiel mir was sagen. Vielleicht sollte ich mich langsam von einem trennen für Imoen. Oh, eine Falle! Wie scheiße ist das denn? Okay, Nalia, du suchst nach Fallen, denn wer nach Fallen sucht, hat eine hundertprozentige Chance, Geheimtüren zu entdecken. Und hier sind Geheimtüren. Du läufst, stehst an den Rand und du gehst an den Rand und du ballerst sie alle über den Haufen. Wie wäre das? Du kannst mithelfen. Ach ja. Fies, fies, fies. Torm ruft euch zu sich. Komm, such nach Geheimtüren. Ruft euch ja. Zu sich. Auf und rein da, rein da, rein da, los. Angriff. Nimm dies. Aha. Ah. Braket kann durch die Wand schlagen, wegen seinem langen Teil. Also Stab. Ja, ich glaube, das hat es nicht unbedingt besser gemacht jetzt, dass ich Stab gesagt habe. Geht aber eigentlich. Die Kerle sterben, ohne dass ich viel machen muss. Das passt doch ganz gut. Gefällt mir. Los, kommt, rüber da. Helft den Leuten. Was haben wir hier? Was haben die? Ich glaube, die haben Plattenrüstung. Oh, und Feuerpfeile. Feuerpfeile will ich natürlich haben. Unter normalen Umständen würde ich auch die Plattenrüstung mitnehmen. Ja, ich bin so eine Packratte. Ich sacke alles ein. Was auch nur im Entferntesten
einsackenswert ist. Die sind bestimmt 100 Gold wert, jeder. Also das, das läppert sich. So, du hast die ganzen Pfeile bekommen. Dann brauchen wir Nalia. Öffne mir die Tür. Wir hätten auch die Tür öffnen können und uns hier rein retten können. Weil von hier können sie, glaube ich, nicht auf uns schießen. Und, ist aber egal, die waren ja schwach. Habt ihr ja gesehen. Die konnten ja nichts. So, machen wir mal die nächste Tür auf. Ach, auch verschlossen. Oh ja, ein Eisengolem, ein Steingolem und noch ein Steingolem. Ja, das ist aber okay. Oh, noch ein Lehmgolem auch irgendwo. Lehmgolems sind, glaube ich, die schlimmsten fast. Ja, hör auf damit. Machen wir mal die KI aus. Ihr braucht nicht auf die zu schießen. Stichwaffen. Funktionieren wahrscheinlich nicht. Ach du Scheibenkleister. 80 Schadenspunkte und seine Waffe ist unwirksam. Ein Eisengolem, der braucht also mindestens plus 3 Waffen, nehme ich mal an dann. Das ist schlecht. Hey, aufhören. Du hast vielleicht die Lösung dafür, Anomen. Denn du hast ja eine plus 3 Waffe in der Hand. Na, stärken wir dich. Und schauen wir mal, wie das für Anomen funktioniert, wenn er da rausgeht und sich mit dem Kerl anlegt. Und das noch. Hast du es gemacht? Ja, okay. Und dann hast du ja die Steinhautschuhe. Die können wir nochmal anwerfen. Komm, Steinhaut. Steinhaut. Achso, es ist ein Kampf. Ja, klar. Auf geht's, Anno. Mach ihn tot. Ich hab Vertrauen in dich. Du kannst nicht getroffen werden die ersten 5 Mal oder so. Oh, jetzt ist er verlangsamt, der Anomen. Das ist natürlich schade. Vielleicht kann ich durch Stiefel abziehen und anziehen. Nee. Geht nicht. Wäre auch Bug-Using. Okay, Minsk. Versuch mal, ein paar Schläge drauf zu bekommen. Ah, geht auch nicht. Ich brauche mehr Leute mit plus 3 Waffen. Definitiv. Okay, der ist tot. Perfekt. Kommt hier rein. Ich will euch umzingeln. Also Steingolems sind, glaube ich, von allen Waffen besser als plus 1. Ach du Scheiße! Du bist noch zu jung, um mich zu rächen. 70 Schadenspunkte. Heiltrank, rennen. Rennen ist gut in dem Fall. Okay, auf den. Du denkst die beiden, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht. Auch rauf. Du musst auf jeden Fall weglaufen. Oh ja, auf Bracket darfst du hauen. Auf Bracket darfst du hauen. Raket kann es aushalten. Raket kann es aushalten. Mach mich stolz, Raket. Ach du Scheiße. Okay. Einer noch. Nein. Zwei noch. Solange du auf Anomen haust, ist alles okay. Der hat immer noch seine Steinhaut. Der hat eine so geile Rüstungsklasse. Das ist nicht möglich. Also das ist krass. Wo war der Lehmgolem? Ich habe keinen Lehmgolem gesehen. Ich bin jetzt mal sehr vorsichtig und lunze mit dem verlangsamten Bracket hier in den Gang. Wahrscheinlich hat er ihn... Vielleicht ist er auch hinter der Tür. Das kann auch sein, dass der hinter der Tür ist und nur mitgebufft wurde aus... aus Versehen. Gute Güte, ist das langsam. Da will ich ja fast rasten. Okay, Anum, du kannst... Du kannst Minsk heilen. Ah, okay. Machen wir die Tür auf und rennen weg. Altbekannte Taktik. Man bleibt noch ein paar Sekunden lang unsichtbar, nachdem man aus dem Schatten gekommen ist. Durch Tür öffnen zum Beispiel. Deswegen kann man da immer noch ganz gut wegrennen. Das ist ein Trollkoch. Ich hoffe, der kocht Trolle. Aber ich glaube eher nicht. Wollen wir mal mit ihm reden? Hallo? Hallo, ihr Essenssachen. Gerade rechtzeitig. Spring doch bitte rüber auf den Grill. Du trollst mich doch. Der Grill, das große Ding aus Metall, springt drauf. Aber seid vorsichtig, er ist heiß. Du bist so nett. Warum? Mann, ist echt verdammt schwer, heutzutage jemanden zu finden, der einem ein bisschen hilft. Wenn ihr nicht auf dem Grill seid, wie soll ich euch dann braten? Ah,
Ich verstehe. Ich möchte aber nicht gebraten werden. Guck mich an, ich bin auch grün wie du. Wenn ihr nicht gebraten werden wolltet, warum habt ihr euch dann um die Stelle beworben? Ah, jetzt holt er seine Freunde. Ja, da kommen sie. Goblin-Hauptmänner. Ich zittere. Ich zittere. Muss nur aufpassen. Ah, ein Magier, okay. Du hast meine Aufmerksamkeit. Stirb, Magier. Ja, Magier ist tot. Wen haben wir noch? Hauptmann? Bogenschütze? Der Hauptmann zaubert, oder? Naja, auch egal. Auf den Hauptmann. Ihr beide auch. Kommt, nicht schüchtern sein. Die Gerechtigkeit soll siegen. Oh ja, der Hauptmann zaubert. Auf den Hauptmann! Auf den da! Der Schamane. Ja, der Schamane wäre eigentlich das Ziel gewesen. Das Bessere. Wieso hast du deinen Bogen nicht mehr? Benutz doch mal deinen Bogen. Heiliger. Wow. Am Ende muss ich hier noch Tränke kaufen. Irgendwann. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Tränke gekauft in Baldur's Gate 2. Noch nie. Ist total nett wahr wahrscheinlich. Ist nett wahr. Ah, ein orkisches Kochbuch. Bolzen und Pfeile. Kann ich Keldon vielleicht auch mal mehr im Fernkampf einsetzen? Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ja, deswegen sind wir ja hier, Keldon. Wir wollen die Gefahren ausmerzen an diesem Ort. Okay, mehr Pfeile. Pfeile sind gut. Mit Pfeilen kann ich doch leben. Du warst der mit den schlechten Tränken, ja. Warum auch immer. Das geht alles an die Nalia. Das geht alles an dich. Und die gehen auch an die Nalia. Schön einsortieren, ja. Ich könnte sie noch nach Farben trennen oder so. Irgend so ein Bullshit. Pfeile plus 1. Bolzen plus 2 sogar. Oh, wow. Und das sind Pfeile plus 2. Nicht schlecht. Dann hat ja Muzzy wieder eine Menge zu verschießen. Und Keldon hat auch wieder ein bisschen was. Okay, speichern wir das nochmal ab und dann gucken wir nochmal schnell in dem angrenzenden Raum. Und oh, das orkische Kochbuch muss ich noch lesen. Okay, ich bin noch unsichtbar. Oh, hallo. Es ist aus, Uti-Ding. Dich haben wir ja seit dem Irenikus-Dungeon nicht mehr gesehen. Wo du mich, glaube ich, fast umgebracht hast. Ah, nein. Er hat mich tatsächlich nochmal krank gemacht. Das ist aber ärgerlich. Deprimierend und ärgerlich zugleich. Nun ja, müssen wir ein bisschen warten. Dann bis zum nächsten Mal in Baldur's Gate 2.